Pitstop, unsere gespielten Brettspiele Teil 1 im Januar. Willkommen zurück bei uns auf dem Kanal zu einer weiteren Ausgabe von Pitstop. Wir haben aber jetzt umgestellt auf eine Zwei-Stopp-Strategie, weil wir ja nicht nur das einmal im Monat machen, sondern ab jetzt zweimal, damit wir das alles ein bisschen komprimierter zusammenpacken können und wir uns auch besser mit den Spielen beschäftigen oder beziehungsweise darüber berichten können. Weil oft ist es halt so, dass wenn wir halt nach einem Monat dann über ein Spiel berichten wollen, das wir einmal vor über einem Monat gespielt haben, ja, ist nicht immer ganz einfach. Und so sind wir ein bisschen näher an der Materie und ihr bekommt das Zeug auch früher zu Gesicht. Ja, Dominik, genau. Erzähl mal, ja, was du uns da Schönes mitgebracht hast. Auf jeden Fall werde ich euch was erzählen darüber. Was man aber sagen muss, komprimiert wird nicht, dass wir erzählen, was wir erzählen über die Spiele, sondern einfach die gesamte Masse an Spielen, die wir euch präsentieren, wird komprimiert. Es sind einfach weniger Spiele und durch das gehen die Videos nicht ganz so lange und wir können dafür ein bisschen mehr über das einzelne Spiel eventuell erzählen. In der Hoffnung, dass die einzelnen Videos jetzt nicht so lange werden wie die sonstigen Videos davor. Pitstops, ja. Genau. Ja, ich fange einfach mal an. Und genau, ich habe an Weihnachten mit meinen Schwiegereltern und meiner Frau haben wir wieder was gespielt, als die Kinder im Bett waren. Und ja, was spiele ich mit meinen Schwiegereltern? Wir spielen eigentlich immer Dog. Und zwar ist Dog eine kooperative Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Variante, die mit Karten anstatt mit Würfeln gespielt wird. Und man spielt das im Team. Ja, und das ist, also das Spiel wird eigentlich ziemlich ähnlich aufgebaut wie bei Mensch Ärgerlich. Jeder hat hier in dem Fall vier Murmeln, die sind im Haus drin. Die muss man rausholen und muss man halt ins Endhaus reinschieben. Und da wird halt mit einem Kartendeck gespielt, also mit Joker-Karten, zwei Decks aufeinander. Und dann werden Karten verteilt. In der ersten Runde kriegt jeder sechs Karten, dann fünf Karten, dann vier Karten, dann drei Karten, dann zwei Karten und dann kriegt man wieder sechs Karten. Man muss dann mit dem Partner noch eine Karte tauschen. Und die Karten können halt verschiedene Funktionen. König, Ass und Joker, mit denen kann man rauskommen. Der König kann gleichzeitig noch 13 laufen, wenn man den nicht zum Rauskommen nutzen mag. Mit dem Jungen oder dem Bauern, jemandem, wie man den nennt, kann man die Plätze tauschen mit jemand anderem. Was gibt es mit dem Vierer? Kann man Retour laufen oder vorwärts. Mit dem Siebener geht man jeden Schritt einzeln. Das heißt, man wirft die anderen raus. Weil ja auch hier ist es so, nur wenn man direkt draufkommt, wirft man den anderen raus. Und ja, das Spezielle ist noch, wenn einer von beiden komplett alle seine Murmeln drin hat, dann spielt er mit seinen Karten mit den Murmeln vom Mitspieler mit und so versucht man halt als Erster drin zu sein. Wir haben dann im Abend drei Runden gespielt und die Männer waren die Dominanz am Tisch. Also ich habe mit meinem Schwiegervater gespielt, meine Frau mit meiner Schwiegermutter und ja, wir haben ganz klar drei Spiele, drei gewonnen. So gehört sich das. So muss es sein, ja. Genau. Ja, genau. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu erzählen. Michael blendet sich ein paar Bilder ein. Es gibt verschiedene Varianten von dem Spiel. Es gibt hässliche, es gibt schöne, es gibt solche aus Holz. Und es gibt noch Black Dog, glaube ich. Black Dog gibt es noch. Und Tuck ist auch so eine Dog-Abwandlung, wo es dann noch so Special-Karten gibt und so. Ja, Michael wird das einblenden. Ihr werdet sicher was dazu sehen. Genau. Und was für eine Bewertung gab es denn schlussendlich? Ah ja, final gebe ich dem Spiel 5 Punkte, weil... Ja. Es ist nichts wirklich Herausforderndes und so, aber ich spiele es immer mal wieder gerne mit den Schwiegereltern sowieso. Macht dann die haben Spaß, wir haben auch ein bisschen Spaß, man kann sich ein bisschen ärgern, das passt ganz gut. Also ein ideales Spiel für Nichtspieler. Ja, absolut. Absolut. Perfekt. Ja, schön. Haben wir hier auch im Regal stehen von meiner Frau, aber auch noch nie gespielt. Ja, cool. Musst du halt vier Leute haben, die dann auch, ne? Oder mit sechs kannst du es auch spielen, zu sechs, also geht 4-6 Spieler. Ne? Okay. Ja, okay, ja, dann du, Michael, was hast du Schönes? Ich habe leider nur die Hälfte vom Spiel hier, das ich euch jetzt präsentiere. Die andere Hälfte ist bei Freunden und wir spielen im Moment per Remote My City. Ja. Ich habe jetzt hier gerade mal die Landkarte eingeblendet. Du hast das ja schon durch mit deiner Frau. Ja, wir sind schon lange durch. Und es ist halt ein ideales Spiel, finde ich, was man per Remote oder Zoom oder so dann zocken kann. Ja. Ein Blättchenlegespiel war, glaube ich, auch auf der Nominierungsliste für Spiel des Jahres, meinte ich. Kann sein, ja. Ja. Und ja, es ist aufgeteilt in 8 Kapitel. Jedes Kapitel hat 3 Spiele. Also hat man 24 Spiele sozusagen. Die Regeln verändern sich immer leicht. Es kommen neue Gebäude hinzu. Und wir müssen einfach unseren Landstrich hier im Prinzip so gut wie es geht vollpuzzeln, damit wir keine Lücken haben. Bäume bitte freilassen, weil die geben extra Punkte. Steine bitte überbauen, weil die geben Minuspunkte. Und so gibt es immer wieder kleine Sonderregeln.
Gibt auch tolle Aufkleber, so ein bisschen Legacy-mäßig, wie hier so eine Schreinerei oder Brunnen. Ja, ist eine runde Sache. Macht Spaß. Mhm. Funktioniert perfekt hier per Remote, wenn die andere Seite das Spielmaterial halt auch hat, ja. Da muss man einfach ein bisschen Vorbereitung machen, weil man dann die Kapitel halt immer unterteilt sind in so Kuverts oder Umschläge, wo das Material drin ist. Das sucht man dann halt raus. Ja, klar. Und übergibt es der anderen Seite und dann klappt es wunderbar. Okay. Ja, und ich habe der ganzen Sache jetzt final, weil wir langsam Richtung Ende gehen von dem Kapitel, müssen wir schnell gucken, was habe ich ja eingetragen, eine 6,5. Ja, okay. Das ist so ein durchschnittliches Spiel, was Spaß macht, ist auf keinen Fall schlecht, ist unterhaltsam, aber jetzt auch nichts, was ich jetzt Bock hätte, jeden Tag zu spielen. Ja, also wir sind ja durch, wir haben uns ja komplett zu Ende gespielt. Da kommen schon ein paar coole Sachen. Ihr seid ja noch nicht so weit, was ich auf eurem Spielplan so gesehen habe. Zwei Drittel ungefähr. Ja, okay, da kommen noch ein paar tolle Sachen. Hat uns schon Spaß gemacht. Wir waren dann aber am Ende auch froh, als es vorbei war. Ne? Die letzten, sagen wir mal, 4-5 Spiele waren dann schon anstrengend und fast die 4-5 zu viel. Und es gibt ja noch die Rückseite auf dem Spielplan. Ich weiß nicht, Legendary, irgendwas. Genau, wo man dann einfach nur noch ein Spiel spielt und dann ist es vorbei. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nie gespielt, werde ich auch nie spielen, habe ich kein Interesse daran. Der Legacy-Mode, der hat schon Spaß gemacht, der war cool, aber ich habe das Spiel jetzt weitergegeben. Also ich habe es jetzt Freunden gegeben, wir haben es nur zu zweit gespielt, die können das jetzt auch nochmal zu zweit durchspielen. Und dann war es das. Dann ist das Spiel für mich aufgebraucht. Ich habe wirklich kein Interesse daran, das nochmal dann zu spielen. Drei vor allem, weil der also das Grundspiel ist eigentlich simpel wie nix. Ne? Du hast ja die Tetris-Plättchen, ein paar Baubedingungen und dann deckst du eine Karte auf, die dir sagt, was du machen darfst. Und das war es ja eigentlich. Und nur durch den Legacy-Mode, wo dann die Spielregeln von Spiel zu Spiel sich ändern können, bekommt es ein bisschen an Komplexität, wird dann eher so zum Familien-Plus-Spiel. Ja. Hat aber bei mir auf jeden Fall eine 7 als finale Wertung gekriegt. Mhm. Kann ich jetzt auch hier auch noch kurz dazu sagen, ja. Ja, blende ich dann auch gerade nochmal ein. Genau. Frei nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, ne? Ja, klar. Nee, also wie gesagt, es war eine coole Erfahrung, es war was Neues, es hat Spaß gemacht, aber am Ende war es dann gut und damit war es dann auch. Gut. Ja. Genau. My City. Ja, cool. Dann schon zu spät. Ne? Ah, nein. Gut, dann ich wieder. Ja, bitte doch. Wir hatten noch mal einen kleinen Spielenachmittag, also mit meinem Freund ein paar, oder ich zumindest. Und der Jabba, der ist so Fan des einen Spieles und wir haben es natürlich wieder mal auf den Tisch gebracht. Die Rede ist hier von Tyrannen des Unterreichs. Okay. Und wir haben mit dem modularen Spielplan gespielt, zu dritt. Und ich muss sagen, mit dem modularen Spielplan hat das echt richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sonst nie so wirklich, immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, und so Vorteile beim Setzen am Anfang und so weiter und so fort. Beim modularen Spielplan hast du das überhaupt nicht. Der modulare Spielplan ist auch viel enger, es ist alles gebündelter, man geht sich schneller auf den Keks und haut auf einem rum. Wir haben dann noch zwei alternative Decks genommen, also zwei so Fan-Erweiterung-Decks, die es ergibt und haben dann mit denen gespielt, die auch ziemlich cool waren. Das hat schon Spaß, es war dann eine tolle Runde, hat uns viel Spaß gemacht. Ich habe wieder mal verloren, ich kann das Spiel einfach nicht gewinnen, keine Ahnung, was ich da irgendwie falsch mache, ich weiß auch nicht, ich spiele da einfach immer mit. Ja, genau, Tyrann des Unterreichs. Ich weiß nicht, wer es nicht kennt, Deckbuilder. Im Dungeons & Dragons Universum spielt das dunkle Elfenzeitalter, beleuchtet das so ein bisschen. Ja, also deshalb, spielt im Unterreich, glaube ich. Genau, sogar. Spielt im Unterreich. Das sind die ganzen Farben, sind halt ziemlich düster gehalten, also so lila, blau, schwarz. So zieht sich das auch über das ganze Spielfeld und das ganze Artwork auf den Karten runter und so. Muss man mögen, ist nicht jedem seine Sache. Auf jeden Fall zahlt keine 80 bis 90 Euro dafür, wartet auf eine Aktion, wenn es dann wieder kommt. Es gab es mal für 30, 35, irgendwie sowas in der Spieleoffensive letztes Jahr, oder? Ja, da habe ich es auch, Oder vorletztes Jahr, besser gesagt. Wir sind ja schon im Januar 21. Ja. Und das ist auch ein Preis, der fair ist für das Spiel, weil wenn du nur das Grundspiel hast, dann ist da auch nicht viel drin. So, ich habe natürlich jetzt mit den ganzen Erweiterungen mittlerweile das Doppelte, wenn nicht sogar mehr bezahlt für das Spiel, durch die ganzen Fanerweiterungen, Insert und so weiter und so fort. Das gibt alles über eine deutsche Tyrann des Unterreichs-Gruppe auf Facebook.
Ihr könnt ja beitreten. Aktuell läuft gerade eine zusätzliche Erweiterung plus das alte Zeugs, was die schon veröffentlicht haben oder übersetzt haben und kann man wieder nachbestellen. So. Also wer da noch Interesse hat, schnell sein, dann könnt ihr da noch mitmachen, falls da dafür Interesse besteht. Lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, hauptsächlich wegen des modularen Spielplans. Ja. Genau. Ja, und am Ende kriegt Tyrann des Unterrechts, obwohl ich nie gewonnen habe, obwohl ich es immer so ein bisschen, trotzdem 9 Punkte, weil es einfach ein cooles Spiel. Ja, ja eben, also ich bin mal gespannt, ich möchte mal von dir lernen. Ne? Also nicht lernen zu verlieren, ja, sondern lernen, wie die Regeln funktionieren ja. Und dann schauen wir mal. Ja, klar, ja. Zeige ich dir sehr gern. Und ich meine, wie gesagt, das ist jetzt, ja, du wirst es schnell können. Ja, das denke ich, dass es nicht allzu komplex ist. Aber wir spielen es mit dem modularen Spielplan auf jeden Fall. Ja, da muss ich mir überlegen, ob ich da noch mit einsteige auf Facebook. Ja, und eben das Coole ist jetzt auch, dass du diverse neue Decks hast und so. Mit denen kannst du natürlich nochmal mehr variieren, als du das vorhin schon konntest. Ja, cool, macht Spaß. Schöne Sache. Ja, dann komme ich zu meinem nächsten Titel. Und das habe ich nicht hier, das habe ich bei Freunden gespielt. Ich glaube, das ist jetzt dann das dritte Mal, wo wir es gespielt haben. Die Rede hier ist von Forgotten Waters. Das dritte Mal Szenario 1, zweimal haben wir versagt, kurz vor Ende verloren. Jetzt beim dritten Mal hat es geklappt. Vorweg, bevor ich es wieder vergesse, in meinem Redeschwall, ich gebe der ganzen Sache eine 7,5. First Look noch. Und dann fange ich mal an. Also ich muss sagen, die ersten zwei Spiele des ersten Szenarios haben mir wirklich sehr gut gefallen. Das dritte Mal fand ich es jetzt schon sehr repetitiv. Es war aber viele Wiederholungen drin, viele Sachen, die man schon erlebt hat und weiß, man macht das und das, um da lang zu gehen. Das fand ich dann nicht mehr ganz so spannend. Und auch das am Ende hinten musste man an einen ganz speziellen Ort hin, um eine spezielle Sache zu machen, um so ein Keyword zu kriegen. Ohne das Keyword hattest du keine Chance, die Mission abzuschließen. Okay. Das fand ich ein bisschen schade, dass es nicht mehrere Möglichkeiten gibt, ans Ziel zu kommen schlussendlich. Weil wenn man das halt übersieht, kann man die Mission auch wieder von vorne anfangen. Aber ich bin gespannt auf die, es gibt ja noch, ich glaube, 4, 5, 6 verschiedene Szenarien im Grundspiel, die alle unterschiedlich sind und nicht zusammenhängend, sondern immer für sich alleine. Und ja, was machen wir hier? Das habe ich noch gar nicht groß erzählt. Cool, wir sind eine Piratencrew auf dem Schiff. Es soll eigentlich semi-kooperativ sein, da komme ich auch nochmal gleich dazu. Und egal an welchem Ort wir auch schlussendlich im Moment mit unserem Schiff sind, ob wir an Land sind oder auf hoher See, gibt es verschiedene Seiten in so einem Adventure-Book. Ja. Da können wir dann mit unserem Piraten-Standy eben Aktionen auswählen, was wir in der Runde machen. Kochen zum Beispiel wäre was, ja. Oder die Crew ernähren oder das Schiff wieder ausbauen oder sonst irgendwas, ja. Und dadurch passieren dann immer Sachen. Man muss so Proben machen, man hat so eine Tabelle, wo man halt stark ist und noch stärker werden kann. Ja, und dann passieren halt Ereignisse, die dann vorgelesen werden. Noch kurz gesagt, im englischen Original gibt es eine Sprachausgabe in der App, weil das Ganze ist App-gesteuert. In der deutschen leider nicht, da muss man immer alles vorlesen, was sehr schade ist. Und zum Semikorb noch hinten raus. Es wird zwar als Semikorb beschrieben, ich empfinde es aber eigentlich nicht so. Man kann zwar hier, hat man hier eine Schatzkarte, mit der man andere bestehlen kann, aber das macht man eigentlich nicht, weil man sich ja gegenseitig wieder nur schwächt und noch weniger ans Ziel kommt. Das Einzige, um was man ein bisschen buhlt, ist der Ruf der gesamten Mannschaft, weil wenn man den höchsten Ruf hat, darf man immer manchmal wichtige Entscheidungen für alle treffen. Und alle haben dann die zu akzeptieren, die man trifft. Das ist das Einzige, wo ich jetzt sage, ja, aber für Semikorb, wenn man Nemesis kennt und so weiter, ist das halt nichts, ja. Ja, genau. Punkt, okay. Habe ich schon gesagt, du hast es noch nicht gespielt, das steht in deinem Regal hinter dir. Nein, steht hinter mir hier oben, da steht es, aber leider noch nicht gespielt, genau. Eben, deswegen. Ich warte noch ein bisschen auf dein Fazit, ob ich es dann nicht verkaufe. Ja, also wie gesagt, es macht Spaß, aber ich möchte jetzt Szenario 1 erstmal ganz lang, am besten nie wieder spielen, ja, weil, also dreimal hat wirklich gereicht. Ja. Man, es soll ja auch nicht so einfach sein, dass du es beim ersten Mal alles durchflutschen tust, das ist klar, aber dann halt vielleicht ein bisschen mehr Varianz innerhalb des Szenarios. Okay. Cool. Ja, schön. Gut.
Dein nächster Schöner Titel. Titel. Ja, mein nächster Titel ist ein englischer Titel, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber ich war so heiß auf das Spiel, dass ich das unbedingt haben musste. Und Christoph Schmidt, der folgt uns auch, der war so nett und hat die Regeln übersetzt. Und dann habe ich es mir natürlich auch genommen, geholt. Die Rede, weil das Spiel an sich ist sprachneutral. Ne? Die Rede, also ein Titel von Osprey Games, Fabio Lopiano, und das Artwork ist von Ino Tool und die Rede ist hier von Murph. Ich meine, ich muss sagen, also das Cover ist natürlich schon wunderschön. Mhm. Murph, also the Heart of the Silk Road. Ja, was machen wir? Wir bauen so ein bisschen Murph auf. Murph war so damals eine der prestigsten Städte auf der Seidenstraße und hatte aber das Problem, dass die von den Mongolen angegriffen wurde und dann eigentlich komplett zerstört wurde. Und selbiges passiert hier mehr oder weniger auch. Was können wir tun? Wir können extrem viel tun in sehr wenig Zügen. Wir haben hier in Zentral eigentlich die Stadt Murph, die besteht aus 5x5 Feldern. Da werden zu Beginn des Spiels beliebig Blättchen ausgelegt, die dann Gebäude, also die Ressourcen triggern und die Aktionen triggern in unterschiedlichen Gebieten. So. Und rundherum haben wir so eine Leiste, wo wir uns bewegen können. Wir starten im Eck mit dem Startspieler, der springt dann auf eins vor und kann eines dieser Gebäude in einer Linie aktivieren. Steht da noch kein Gebäude, baut er eins seiner Gebäude drauf, erhält dann die Ressource und kann im entsprechenden Gebiet eine Aktion ausführen. Beispielsweise auf dem Markt kann er mit seiner Karawane irgendwo hinreisen und kann dort Ressourcen in bessere Ressourcen umwandeln. Mhm. Oder in der Bibliothek kann er Ressourcen gegen Schriftrollen umtauschen, hat er entsprechende Schriftrollen, kann er sich einen Bonus holen, der ihn im ganzen Spiel besser macht. Man kann sich im Palast platzieren, da kriegt man dann in den Zwischenwertungen, kann man also nach jeder Runde gibt es eine Wertung, da kann man halt Bonuspunkte abgreifen für Zwischenwertungen. Es gibt hier noch die Moschee, in der man aufsteigen kann, in der man Bonussachen kriegt. Man kann oben noch Stadtmauern bauen, die sind ganz wichtig, weil ab Runde 2, vor jeder Runde, greifen die Mongolen an, und zwar von jeder Seite. Und die greifen immer noch zwei Felder nach innen drin ran und die zerstören alles, was da steht. Also wenn da ein Haus steht, wird das Haus zerstört. Man kann das auch mit einem Soldaten beschützen, man kann einen Soldaten draufstellen, der ist für eine Runde geschützt, aber der Soldat ist weg, die Stadtmauern bleiben halt bestehen. Die bezahlt man auch mit entsprechenden Ressourcen, man braucht dann für teilweise Sachen mehr Ressourcen. Und dann gibt es hier oben, gibt es dann noch die Kavanserei oder so irgendwas. Da kann man halt sich Gewürzkarten holen und zu Beginn des Spiels darf man eine Sorte Gewürz haben. Dann kriegt man später darf man zwei haben, drei haben, vier haben und je nach Sets oder wie viele unterschiedliche Gewürze du hast, bekommst du dann am Ende Siegpunkte dafür. Und ja, das Spezielle ist, das Spiel geht 3 Runden auf 4 Aktionen. Das heißt, du insgesamt hast du 12 Aktionen zur Verfügung und dann ist es vorbei. Und das im Kopf, da fängt es einfach an, oh, was kann ich noch tun, wo will ich noch was machen? Du kannst nicht alles abdecken, musst aber überall so ein bisschen dabei sein. Du kannst hier unten dann noch auf der Leiste aufsteigen. Die brauchst du dann, um wieder auszugeben, um hier was zu machen. Oben kannst du in der Leiste aufsteigen, damit du mehr Gewürzkarten haben kannst. Und das Spezielle ist auch noch hier drin in dem Markt, wenn du rumgehst. Wenn jetzt da, sagen wir mal, da stehen 3 blaue, ich bin aktuell blau und gehe auf meine Linie und aktiviere das eine Gebäude, dann kriege ich die Ressourcen von allen blauen Gebäuden. Okay. Das heißt, so kriegst du halt mehr Ressourcen. Oder ich kann auch sagen, ich möchte gerne deine Reihe aktivieren, weil du halt da 3 rote hast, dann kriege ich halt die roten Ressourcen von allen roten, plus du bekommst halt die Ressource von dem Gebäude, was ich noch aktiviere. Okay. Also mehr oder weniger, und es ist super. Also es ist wirklich, wirklich ein super tolles Spiel. Schön knackig, läuft aber wunderbar flüssig vor sich hin. Jetzt sagen wir mal so, wenn man nicht einen dabei hat, der sich alles zu Tode denkt, dann ist die Downtime auch erträglich. Es kann natürlich, je länger das Spiel dauert, also hinten raus schon ein bisschen mehr Downtime geben. Aber super. Also wie gesagt, ich hoffe, also schön wäre natürlich, wenn davon eine deutsche Ausgabe, komplett deutsch, kommen würde. Ich meine, der Christoph hat gemeint, er möchte seine Regelübersetzung auch auf Boardgame Geek laden. Das heißt, jeder kann sich das auch auf Englisch holen, wenn das ein Problem ist, weil das Spiel ist sprachneutral bis auf die Regeln. Ja. Okay. Aber super toller Titel. Also super. Hat mich weggeflasht. Aktuell 2021 von angespielten Spielen Platz 1. Schauen wir mal. Was gab es für eine Wertung? First Look 9 Punkte.
Sehr schön. Ja, eben, ich habe es auch schon auf anderen Kanälen und auch auf Facebook schon oft Ja, gesehen. ja. Und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist auch nicht ganz so verbrauchtes Thema, finde ich, gerade so mit der Seitenstraße und so, ne? Ja, und das Material sieht auch nicht so schlecht aus. Nein, Material ist super, wirklich schön. Von Und das dem Artwork her. auch super. Alles Holz, Ja. genau, und dicke Pappe. Ja, und wie du sagst, ne, auf den anderen Kanälen und so, ich habe, glaube ich, noch nie was Negatives über das Spiel gelesen. Alle feiern das Spiel, sind happy, dass es das gibt. Ja, toller Titel. Schön. Aber ist auf jeden Fall schon Kenner Plus, wenn ich Experten spiele. Okay. Ja, nicht, weil die Regeln so kompliziert ist, aber weil halt so eine Fülle an Informationen und Ja. Aktionen, die man machen kann, verarbeitet werden müssen. Ja. Wie es halt so oft ist, ist ja nicht unbedingt, die Regeln sind schwer, aber es ist halt Ja, die Möglichkeiten. die Möglichkeit. Genau. Ja. Ja, das zu Murph. Gut. Dann Dann du. kommen wir vom Murph, von der Seidenstraße, gehen wir auf Abenteuer. Und zwar, wir bauen uns unseren eigenen Helden. Erschaffe deinen Helden, schmiede dein Schicksal. Ja, nachdem wir es ja schon im Newcomer Unplayed vorgestellt hatten, ging es auch nicht lange, bis es dann endlich mal gespielt wurde. Wir haben es zu dritt gespielt und es fanden alle sehr unterhaltsam. Zwar haben alle gesagt gehabt, ja, es erfindet das Rad nicht neu. Ja, weil ich habe es ja damals schon gesagt gehabt, haben wir unseren Player-Tableau, wir kriegen vor dem Spiel so drei Eigenschaftskarten, wer wir sind, wo wir hin wollen, so ein geheimes Ziel für Endsiegespunktbewertung und noch, was war es noch, wie hieß es? Ja, einfach so eine Eigenschaft von uns, die wahrscheinlich eher so entweder ins Helle oder ins Dunkle geht. Dann haben wir hier noch unsere Runen. Das sind im Prinzip so eine Art Würfelersatz, was auch ein cooler Mechanismus ist. Das gab es halt so eigentlich auch noch nicht oder mir nicht bekannt. Und dann haben wir hier halt so verschiedene Decks an großen Karten. Das ist jetzt zum Beispiel hier Schmiergeld bezahlen. Das ist so, es gibt drei Zeitalter, das ist jetzt das Zeitalter 2. Die liegen dann immer so aus und die kann man sich einkaufen. Oder ist es eine Herausforderung, dann muss man sie bestreiten gehen. Und dann muss man halt seine Runen werfen und dann schafft man es oder man schafft es nicht. Man Ja. bekommt dann Erfahrungspunkte auch, wenn man es mal nicht schafft, hat mal was draus gelernt in der Regel. Ja? Und das ist sozusagen die Ressource. Manche Karten kosten auch einfach nur Erfahrungspunkte. Oder man muss eben, wenn es jetzt irgendein Dämon ist oder ein Wolf oder sonst irgendwas. Und es funktioniert im Prinzip so, dass auf den Karten so einzelne Runenzeichen drauf sind und dadurch bekommt man halt im Laufe des Spiels immer mehr Runen, die man Okay. dann halt auch werfen kann. Und das Spezielle hier dran ist, dass wir hier auch noch hier eine helle Leiste und eine dunkle Leiste haben. Das heißt also, wir können einfach uns als Held durch die Gegend bewegen oder auch als Anti-Held und eher ein bisschen böse Sachen machen anstatt gute. Ja, und uns hat es eigentlich Spaß gemacht, war unterhaltsam. Wie gesagt, das erfindet das Rad nicht neu von den Mechaniken her. Ob man jetzt Würfel wirft oder Runen wirft, ja, es geht hinten drauf, es ist einfach nur eine Excel-Tabelle, wo das halt die Wahrscheinlichkeit bestimmt im Prinzip, ja. Von der Haptik her ist es mal was anderes wie Würfel, das ist ganz schön. Ja, es ist ein rundes Spiel. Es gibt, glaube ich, auf Englisch auch die ersten Erweiterungen. Ich weiß nicht, ob sie auf Deutsch dann auch irgendwann kommen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, kostet irgendwie 30, 35 Euro. Macht Spaß, wenn man so sich ein bisschen in die Geschichte so reinfallen lassen kann. Ich hätte mir noch eine Prise mehr Spieltiefe gewünscht, so als wenn man es halt wirklich nur rein mechanisch spielt, macht es ja wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Man muss es schon ein bisschen leben einfach. Und die ganze Sache gab bei mir dann auch eine 6,5. Okay. Ja, genau. Call to the Ja, Adventure. hört sich auf jeden Fall cool an. Bin eigentlich interessiert daran. Also ich möchte das auch gerne mal Ich kann es ausprobieren. dir auch gerne mal dann ausleihen, kannst du Ja, mal sehr zocken. gerne. Soll ja so ein bisschen Fable-mäßig sein. Ich weiß nicht, Fable hast du da nie Nee. gespielt, hast du gesagt. Das war ja so ein Rollenspiel, wo man gut oder böse sein konnte, je nachdem, wie man sich verhalten hat. Ja, Fable habe ich dir, das müssen wir jetzt noch unseren Zuschauern kurz erklären. Vor 3 Tagen haben wir nämlich dieses Video schon mal aufgenommen. Nur leider habe ich vergessen, den Record-Button zu drücken. Deswegen sagt der Dominik jetzt, Fable hast du das letzte Mal schon gesagt, ist ja, aber wurde nicht aufgezeichnet, ja. So, jetzt wieder zurück vom Chaos zu deinem nächsten Spiel. Ja, mein nächstes Spiel lag Ewigkeiten auf dem Pile of Shame. Schande über mich. Obwohl ich finde es vom Thema her, Artwork her super. Ich weiß nur nicht, warum es nie auf den Tisch geschafft hat. Und seit Corona spiele ich ja dienstags immer mit meiner Frau, weil meine normale Spielegruppe ausfällt. Und
Dann darf sie eine Woche was aussuchen und eine Woche darf ich was aussuchen. Und ich habe mich jetzt endlich durchgerungen, In the Hall of the Mountain King rauszubringen von Burnt Island Games. Auch hier, das Spiel ist eigentlich sprachneutral, bis auf Zauberkarten. Die Zauberkarten und die Regeln gibt es aber auf Deutsch schon zum Herunterladen. Man muss aber auch sagen, dieses Jahr bringt Skellig Games das Spiel auf Deutsch in der Halle des Bergkönigs, heißt es Irgendwie dann. so. Ich habe es gestern auch gesehen auf Der Facebook, Titel ist ein ja. bisschen scheiße, aber was soll's? So ist es halt. Ja. Man kann es nicht Nee, ändern. war es nicht Höhlenkönig? Nein, 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 Nicht was Bergkönig? nein. Ja, irgendwie Bergkönig, es sowas, war ja. Bergkönig. Ja. Genau, hast du auch gesehen, ja. Habe ich auch Ja, gesehen. also wie gesagt, ich muss mir die deutsche Version nicht holen, weil ich habe hier die englische Version mit deutschen Regeln. Genau, es gibt eine Deluxe-Version, die ist noch mit Plastikminis und schieß mich tot. Und es gibt die Standardversion, die ist einfach alles mit Holz. Also wie gesagt, selbst die Standardversion sieht schon super aus. Ich weiß nicht, wieso man da unbedingt, einzig Metallmünzen wären jetzt hier noch cool, muss ich neu ersetzen. Ja. Um was geht es überhaupt? Also die Trolle wurden von Gnomen aus ihrem Berg verbannt und spüren dann aber irgendwas, was sich verändert hat und kommen zurück und sehen, der Berg ist eingefallen oder eingestürzt, hat die Gnome unter sich begraben, die paar, die noch überlebt haben, sind abgehauen. Ja, und wir wollen halt wieder unseren Berg zurück und somit graben wir uns von unterschiedlichen Stellen wieder in den Berg hinein und ja, es ist ein Plättchenlegespiel und Ressourcenmanagement. Ich kann es hier mal noch umdrehen. Sieht dann in etwa so aus. Wir haben einen Spielplan, so, der ist halt ein Berg und da gibt es verschiedene Bergschichten und im Zentrum ist halt Lava oder der Vulkan oder wie auch immer und man kann halt außen Statuen finden, die verschüttet wurden, Ressourcen, also wenn man halt neue Wege baut oder neue Tunnel und überbaut sowas, dann kriegt man das halt in seine Tunnel rein und dann möchte man gerne seine Statuen so nahe wie möglich ans Zentrum bringen. Wenn man sie dann noch auf einen entsprechenden Sockel stellt, dann geben sie noch mal mehr Siegpunkte. Je näher sie am Zentrum sind, je mehr Siegpunkte gibt es. Das Spezielle ist aber, pro Ring kann jede Statuenfarbe nur einmal da sein. Und es gibt drei Stück. Also es gibt eine weiß, blau und, lass mich nicht lügen, weiß ich jetzt nicht mehr, gelb, glaube ich. Und wenn halt du eine gelbe im Zentrum gebaut hast, kann ich da nicht mehr gelb, will dafür weiß und so gibt es halt ein Wettrennen. Und je mehr Spieler, desto spannender ist es. Man kann sich auch die Wege, also man kann nicht ineinander reinbauen, aber man kann sich halt ein bisschen verbauen. Man kann dann auch große Hallen bauen, wenn man die Wege so zusammenbaut, dass es einen größeren Raum ergibt, kann man den draufsetzen. Wie gesagt, man kann Zaubersprüche spielen und grundsätzlich gibt es gar nicht so viele Aktionen. Also man hat. Jeder Spielzug ist gleich abzuhandeln. Erste Aktionsmöglichkeit, entweder also nutze einen Zauber oder und nutze eine Werkstatt. Werkstatt ist einfach Ressourcen in andere Ressourcen umtauschen. Dann heuere einen Troll an, doch einen Troll an oder baue neue Tunnelsysteme. Dann was bewege, baue große Hallen und am Schluss bewege Statuen. Das sind die Möglichkeiten, die du hast. Okay. Und das Spezielle auch bei den Trollen, man sieht es jetzt hier, du hast eine Starthand aus 6 Trollen, da suchst du dir eigentlich mehr oder weniger 4 Stück aus, dann hast du Startressourcen, danach werden sie halb verdeckt unter das Spielertableau geschoben und würden dann, wenn sie aktiviert werden, die Ressourcen geben, die aufgedruckt sind. So, jetzt wie funktioniert das? Es gibt Trolle, neue Trolle in 3 verschiedenen Stärkeklassen. Nimmst du den untersten, der kostet dir nichts, der bringt dir aber auch nicht so viele Ressourcen. Der in der zweiten Ebene musst du die 2 unten drunter bezahlen, das ist so pyramidenmäßig aufgebaut. Willst du den ganz oben, musst du 5 Geld bezahlen, weil du alle darunter bezahlen musst. Die legst du dann drauf. So, und dann kriegst du einen neuen Troll, den schiebst du dann auf die anderen drauf und jeden, den er unten drunter berührt, dann gibt es eine Kaskade, aktiviert eigentlich alles, was er berührt. So, das heißt, der generiert dann Ressourcen, der unten runter generiert Ressourcen, der generiert Ressourcen und so. Und mit den Ressourcen kannst du halt neue Sachen machen. Wie gesagt, Wege bauen und so weiter und so fort. Ja, und das macht richtig viel Spaß. Das Wie ist viel richtig Spaß cool. macht es denn in Punkten Es macht so ausgedrückt? viel Spaß, dass es bei meiner Frau und bei mir, nein, bei mir gibt es eine 8,5 und Ja. bei meiner Frau gab es eine 8 als First Look. Genau. Okay. War cool. Wie gesagt, die Regeln sind super eingängig, es ist super easy zu lernen, es ist aber hard to master, weil auch hier, sobald einer seinen 10. Troll in sein Haus holt, geht es nicht mehr so lange, das Spiel vorbei. Okay. Also Also, Endzielbedingung ist und gedeckelt durch Trolle genau, in dem Fall jetzt, ja. 4 Trolle hast du schon standardmäßig am Anfang, da kommen noch 6 Okay. dazu, das Spiel vorbei. Also,
Da muss ja schon dabei bleiben, muss aufpassen, was mache ich mal an, wo hole ich mir noch eine Statue, wo kann ich die noch hinschieben, wo baue ich noch eine, ach, es sind viele Möglichkeiten. Ja. So ein bisschen wie bei Murph, viele Möglichkeiten und hat auf jeden Fall wirklich viel Spaß gemacht. Cooles Ding, ja. Glaube ich. In the Hall of the Mountain King. Ja, auch Pax auf den Berg, das To-Do-Zocken. Zusammenspielen, ja. Genau. Dann nehme ich einfach das gespielt von heute mit und dann haben wir das, ne? Ja, genau. Okay. Ja, also ja. Vom Berg gehen wir in die Lüfte. In die Lüfte und zwar in die wolkigen Lüfte. Wir haben Cloud Age gezockt und zwar in einer Dreierkonstellation haben wir die Kampagne angefangen, haben da die ersten zwei Kapitel mal gespielt. Vorweg, es hat allen sehr gut gefallen. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch ein Vertreter davon, dass ich glaube, dass es auf die mindestens auf die Nominierungsliste für Kennerspiel des Jahres kommen wird. Okay. Was haben wir hier alles verpackt? In einem Meisterwerk fast schon von Alexander Pfister, ja. Wir haben einen Deckbilder. Und der Deckbilder ist wirklich nicht zu unterscheiden, auch wenn er wirklich nur klein ist. Wir starten mit 7 Handkarten, die sind nummeriert von 0 bis 3. Und wir können dann im Laufe des Spiels so Städte, die wir bereisen oder überfliegen, können wir dann in unser Deck nehmen. Und auf diesen Karten, durch einen verschiedenen Auswahlmechanismus, kann man auch sein Deck verschlanken. Und so probiert man halt, die Stadtkarten sind halt immer 2, 3 oder 4 hier mit der Zahl. Und die Zahlen geben uns immer vor, wie viele Ressourcen wir in der Runde kriegen, wie weit wir uns bewegen können. Natürlich will man viele Ressourcen, man will sich weit bewegen. Weil auch über das Spielfeld, umso weiter man sich bewegen kann, umso mehr Felder kann man fliegen, wo man wieder mehr Ressourcen kriegt und kommt auch zu den attraktiveren Städten, wo es wieder mehr Ressourcen, mehr Kampf gibt und so weiter, ja. Das ist mal ein Punkt, vom Deckbuilding. Ja. Dann haben wir hier noch unsere Siegspunktleiste und gleichzeitig noch die Produktionsleiste in einem. Ja. Ja. Außenrum werden die Siegpunkte getrackt und innen haben wir so eine Produktionsleiste, wo wir zu Beginn der Runde immer Energie ausgeben können und kriegen dann unten, seht ihr dann, je nachdem, wo man ist, dann die Wassermenge und hinten raus auch Siegespunkte noch zusätzlich. Das ist mal das. Und ja, dann haben wir noch unser Playerboard, wo wir weiterentwickeln. Das kram ich mal kurz hier raus. Ich blende es wahrscheinlich auch ein, ist wahrscheinlich besser. Da haben wir nochmal, hier sind so noch so Böppels dran, hier um Pflanzen zu. Nee, sorry. Hier sind, kann man den Antrieb noch verbessern, um noch weiter zu fliegen. Hier oben sind die Waffen, damit man besser kämpfen kann gegen die Cloud-Milizen. Und hier drüben können wir unsere Pflanzen, sag ich immer. Weil wenn man die Pflanzen pflanzt, kann man die Fundfelder, wo man eben Ressourcen kriegt, für andere blockieren und man bekommt die als Pflanzen da nochmal ein letztes Mal, weil man bewegt sich auf so einer langen Karte, die habe ich sicher schon eingeblendet, von einer Seite zur anderen und geht eigentlich immer Richtung attraktivere Seite. Man geht also nicht nochmal zurück, in den seltensten Fällen. Und da kann man schön die Leute, die hinter einem sind, alles ein bisschen verbauen, dass sie noch weniger Ressourcen kriegen. Ja, was haben wir noch für Mechaniken? Was ich noch sagen wollte, vielleicht hier unten hat man auch im Prinzip das ganze Spiel von grün über blau zu gelb, ist eine ganze Runde abgebildet. Ist super intuitiv. Grün passiert eigentlich parallel fast schon mit allen zusammen. Blau dann eigentlich kann man das auch fast schon machen. Nicht ganz, weil man sich halt die Bewegungsorte, man darf halt nicht auf dem gleichen Feld enden wie ein anderer Spieler. Deswegen müssen wir hier ein bisschen warten. Und dann die Produktionsleiste ist im Prinzip fast nochmal eine extra Spiel an sich, wo man dann seine Aktionen auswählen kann. Ob man jetzt eben Pflanzen will, ob man nur bauen will, weil man hat noch Projektkarten, die natürlich wieder, die man legt, die man unten auslegt und so eine kleine Engine aufbaut, wo man dann halt günstiger bauen kann, günstiger das oder man bekommt immer das und das, ja. Also eine super runde Sache. Ich verweise hier nochmal bei Minute 30, wo wir sind, auf das Regelvideo, wo wir dazu gemacht haben. Da könnt ihr euch auch nochmal selbst einen Eindruck machen, weil da im Prinzip durch die Erklärung fast schon eine Beispielrunde gezeigt wird. Ja, eine super Sache. Ich bin sehr, sehr begeistert. Und das Ganze hat dann bei mir einen 9,0 First Look. Ich denke, wenn wir die Kampagne durchhaben, kann man auch sicher einen Final Look dafür geben. Sehr cool. Ja. Ja,
Da muss ich mir auch mal noch besorgen. Oder ich warte, bis du durch bist mit der Kampagne oder so. Ja. Mal schauen. Genau. Ja, jetzt der letzte Titel auf unserer Liste ist ein gemeinsamer Titel. Ganz genau, ja. Genau, denn wir sind beide gestartet. Zwar nicht gemeinsam, aber in Gruppen. Du mit deiner Frau, ich mit meinem befreundeten Spielepaar. Und wir sind beide mit Pranken des Löwen, Gloomhaven gestartet. Ich heb's mal rein, weil du hast es vor Ort dort. Ne? Genau, es ist bei Ihnen vor Ort gelassen, genau. Ja, wie weit seid ihr denn, Michael? Wir sind bei Szenario 3. Okay. Sozusagen, okay. Ja. Ja, wir sind also die drei Tutorials. Zwar haben meine Frau und ich haben ja schon haben eine eigene Gloomhaven-Gruppe, das heißt, meine Frau kennt die Regeln eigentlich, aber wir wollten es halt von der Geschichte her einfach ein bisschen... Ja, du musst es ja trotzdem mitnehmen, wegen... ja, eben genau, wegen der XP und so. Entwicklung und so weiter und so fort. Aber ich fand es fast, das muss ich noch kurz sagen, für uns, als weil wir Gloomhaven kennen, fast zu so umständlich dann, weil man halt alles kennt und weiß, das und das und pro Szenario 1 bis 5 kommen immer einfach neue Sachen dazu. Ja, klar. Dass man die schon, die muss man halt erstmal wegdenken. Und das war am Anfang ein bisschen eine Umstellung, aber ich denke, jetzt sind noch zwei Szenarios, dann sind wir durch und dann geht es voll ran. Ja. Ja, wir sind schon ein bisschen weiter. Wir sind schon bei Szenario 9. Bist du sicher? Ja, ich war's bin nicht sicher. Erst, wart, habt ihr nicht erst die ersten 5 abgeschlossen gehabt? Nein, wir sind bei Szenario 9. Okay. Szenario 9. Und ja, war cool. Also die ersten 5 Szenarien für die, also wir kennen ja kannten Gloomhaven überhaupt nicht. Mhm. Für uns war das super. Perfekter Start in ein Spiel. Könnten sich andere Spiele was davon abschneiden. Das war ein richtiges Tutorial, wie bei einem Computerspiel oftmals, wenn man ein neues Computerspiel startet. Ja, und danach wird es dann, also der Schwierigkeitsgrad zieht danach dann schon erheblich an, das muss man schon sagen. Mhm, ja. Charakterentwicklung ist auch super. Und ja, Szenario 9 haben wir jetzt 2-mal verloren. da stecken wir gerade ein bisschen die fest. Ja, war dumm gelaufen, war schwierig. Ja, auf jeden Fall. Ja, was halt eben noch zu erwähnen ist, ist das Adventure Book, oder? Ja. Dass man im Prinzip nichts mehr groß aufbauen muss. Man schlägt die Szenario-Seite auf und hat das, ich habe es leider alles auf dem Tisch hinter mir aufgebaut. Durch Corona gibt es eh keine Kellerzocks im Moment. Von dem her können wir alles stehen lassen. Finde ich eine super Sache. Im Vergleich zum alten Gloomhaven hat man ja fast schon eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Aufbau gebraucht. Ja. Das ist jetzt halt einfach wirklich um einiges kürzer. Und anscheinend sollen ja auch für Gloomhaven und für Frosthaven auch so Adventure-Books, also für Frosthaven kommt er erst noch, aber fürs Gloomhaven soll man das auf jeden Fall noch nachbestellbar sein. Ob das jetzt auch auf Deutsch gleich mitkommt, wenn man jetzt im Januar, kann man glaube ich Frosthaven bei Feuerland vorbestellen. Ja. Ob das da dabei ist oder man mitbestellen kann, weiß ich nicht. Ich hoffe ja, aber das wäre wirklich eine tolle Alternative. Das wäre mir gut, ja. Das noch mitzunehmen. Mhm. Und sonst, ist halt ein tolles Koop-Spiel, kann man sagen. Ne? Ja. Man hat kaum ein Alpha-Leader-Problem. Nein, weil eigentlich überhaupt nicht. Weil Kommunikation ist ein bisschen, also man soll sich ja nicht abstimmen mit den Initiativekarten, was man spielt. Man kann so sagen, ja, ich würde gern schnell dran sein, aber... Ja, man kann ein bisschen absprechen, was man machen möchte oder was geplant ist, aber man soll halt nicht die Zahlen verraten, wann man initiativmäßig dran ist, was auch gut funktioniert bei uns. Ja. Und wie gesagt, dann hast du eigentlich kein Alpha-Leader-Problem. Ja. Das funktioniert super, es macht echt Spaß und jeder kann so ein bisschen für sich entscheiden. Und oft ist es halt auch die falsche Entscheidung. Ja? Das muss man halt sagen. Ja, natürlich, kann natürlich auch öfter mal passieren. Weil oft plant man, ich mache den und den Gegner jetzt platt. Ja, und dann war der Dominik schon da und hat ihn weggeräumt. Ja. Dann muss man halt ein bisschen abwägen und aus den Karten halt das Bestmögliche rausholen. Und sonst die Downtime finde ich ganz gut, dass sie eigentlich kaum vorhanden ist, weil man ist immer irgendwie mit im Spiel drinne. Ja. Und wenn man nur mitfühlt, was ist gerade passiert und welche Karte gezogen wird, bitte keine Fluchkarte ziehen beim Kampfmodifikator-Deck. Ja. Genau. Nur die Minis sind hässlich. Ne? Das ist das einzig Negative bisher. Also die Minis sind einfach hässlich. Ja. Da hätten es auch, also im Vergleich lieber Standys, cool aussehende Standys gemacht. Ja, aber ich verstehe hier nicht ganz, warum die alle Standys bei den Monstern haben und bei den Minis haben sie dann 4 hässliche Minis reingepackt, also bei den Helden. Aber wie gesagt, ist halt, kann man nicht ändern, ist halt in dem Moment so. Ja,
Shit happens. Was gab es denn punktetechnisch bei dir? Ja, ich bin total begeistert. Ich hatte ja immer ein bisschen abgeschreckt, immer von Gloomhaven, der langen Spielzeit und dem langen Aufbau. Und so ich dachte, ja, das kommt bei mir eh nicht auf den Tisch. Und jetzt Corona-bedingt mussten wir ja alles einstellen, war ja nur noch ein anderer Treffer möglich, also eine andere Haushalt möglich. Da habe ich mir gedacht, komm, Gloomhaven, Frankenslöw. Und das hat mich gefesselt. Ich bin voll drin, es macht voll viel Spaß. Wir wollen weiterkommen. Wir wissen, jetzt nervt es uns, dass wir an dem einen Szenario so lange gebraucht hätten, sonst hätten wir schon eins weiterspielen können. Von dem her, von mir gibt es auf jeden Fall First Look 10 von 10 Punkten. Ja. Und bei dir? Ich bin da noch ein bisschen zurückhaltender, weil bei mir gab es das First Look 8,0. Ja. Weil ich im Moment noch Parallelen zu Gloomhaven sehe, die mir bei Gloomhaven nicht so gut gefallen haben. Also das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich fand es immer sehr repetitiv, weil in den meisten Missionen hieß es immer, töte alle Monster, töte alle Monster, töte alle Monster, töte den Boss, töte alle Monster. Und da hätte ich mir so im Bereich vom Dungeon Crawler Adventure Spiel ein bisschen mehr Finesse. Vielleicht kommt es noch. Wie gesagt, wir sind jetzt erst am Anfang. Vielleicht kommt es innerhalb der Kampagne auch mal hier einen Schlüssel suchen und noch dahin bringen oder sonst irgendwas. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Besonders mit dem neuen Adventure Book sind da noch mehr Möglichkeiten, weil man einfach nicht jedes Material herstellen muss, sondern einfach nur einmal drucken. Das wäre. Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und deswegen erstmal ein bisschen die Bremse, mal abwarten, was noch kommt und lieber hinten raus vielleicht nochmal steigern. Aber wichtig, ich würde es auf jeden Fall, wenn ihr noch gar keinen Gloomhaven habt, holt euch auf jeden Fall zuerst Tranke des Löwen. Mhm. Damit seid ihr wirklich bestens bedient. Kostet ein Drittel ungefähr, nicht ganz so. Ja, ja fast. Ja, doch, ziemlich genau. Und dann könnt ihr euch da gut einfinden und habt auch ja, viel Spaß und halt alles komprimiert. Man sieht auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Ja, auf jeden Fall sieht man Licht. Weil wenn ich jetzt an Gloomhaven denke, ja, da haben wir halt noch 50 plus Missionen oder so. Das dauert noch wahrscheinlich bis 2030 oder so. Ja, vermutlich. Ja gut, okay. dann sind wir schon am Ende, gell? Genau. Das du darfst den Schluss machen heute. Ich darf den Schluss machen, okay. Ja, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr uns unterstützen wollt und immer auf dem neuesten Stand bei uns sein möchtet. Und in dem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.